Ja, Freunde, damit willkommen zu der neuen Folge von Scoom. Heute wollen wir uns mal um den großen Flughafen da kümmern, ne? Es ist die Frage wieder, wie wir da am besten hinkommen, Leute. Mal rechts rumschleichen irgendwie. Ich habe schon mal meine Ausrüstung fertig gemacht, damit wir gleich loslegen können. 90% Energie haben wir. Okay, was willst du machen, ne? Besser als nichts. Ein bisschen Kopfweh hat der Typ noch. Auto ist auch ein bisschen geditscht, aber das ist nicht schlimm. Jetzt müssen wir mal gucken, hier sind diese Landebahnen, ne? Das ist ja auch noch eine Burg. Ist auch interessant. Weil, so als Stützpunkt hier die Burg haben, so ganz ab vom Schuss, auch cool. Muss ja wieder hier so ein düsteliger Stein sein, ne? Ja, Freunde! Weiter geht's hier. Okay, da bretter ich gleich mal durch, wa? Oh Mann, Heilung habe ich 2 Stück. Ich muss doch mal eben kurz gucken, wo der Zugang war. War das hier? Ja, ich glaube, dieser war das, ne? Lass wir das Auto nämlich so halbwegs hier mal eben kurz stehen. So. Müssen wir auch mal gucken. Hier kommen ja auch immer diese blöden Viecher jetzt hier drinnen, ne? So, und Zombies. Oh, hier, da fängt er gut an. Ja, ihr seht selbst, ich habe meine Schrot habe ich ins Auto gepackt, ne? Ich habe ein bisschen aufgeräumt, Munition reingepackt, alles hier, weil hier gibt es wirklich viel zu looten. Und der erste Griff in ein Auto ist schon gleich so ein Reparaturding. Wie geil ist das denn, Mann? Das fängt ja gut an, ne? Das verheißt eine gute Folge, hoffe ich zumindest. So ein paar geile Drops gibt es hier bestimmt, Leute. Bin gespannt. Das ist immerhin der größte Flughafen, den wir haben, Baskam. Und der bietet uns auch die meisten Kisten, ne? Ich habe auch überlegt, meine Keule wegzupacken. Ups. Eben wegen Platz, ne? Aber naja, vielleicht... Ja, brauchen wir ja doch nicht so viel Platz, weil man sieht es deutlich. Hier findet man wiederum gar nichts. Und da hinten ist, müsste schon wieder irgendwie ein Robby sein, ne? Da ist das schon, guck mal. Unser erster Roboter hier, Leute, müssen wir vorsichtig sein. Na, jetzt laufen wir wieder weg. Ja, wenn wir leise sind, ist es auch kein Problem. Aber wenn die uns mal erwischen, dann können die auch mal gerne durch Wände schießen und sowas. Das gibt's leider auch. Das machen sie ja nicht mit Absicht, ne? Das machen sie nur aus Versehen. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wo die geilen Hotspots hier sind. Ich weiß sie so im Kopf jetzt auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall finden wir eine Menge Gedönszeug. Hier ist, glaube ich, diese eine Zielvorrichtung. Müssen wir mal gucken, ob die auf mein Dings passt. Achso, das ist ein Paket. Ja, das ist immer das Komische hier. Manchmal ist es irgendwie... Das Ganze, die Palette ist nur eine Kiste. Also das sieht komisch aus, ne? Aber ist halt so. Überleg halt... Warte mal kurz. Obwohl, die Visiereinrichtung ist aber auch gut. Standard, ne? Unsere geile Visiereinrichtung. Ne, die ist gut, ne? Rauspacken, das Ding raufmachen. Hat auch was, ne? Aber naja. Halten wir halt die Schrotze. Das Ding auf die Schrotze, ne? So, ist in Ordnung. Die sind beide gut. Machen wir alles? Sonnenbrille, das ist das gleiche, ne? Warte. Beschädigt. Ist neuer. Wups. Aber ich bin gespannt, was wir finden, Leute. Wünsche mir noch mal ein bisschen so eine Sniper wieder, ne? SVD.
Schreibt ja immer einer, dass ich die im Turm habe, aber der ist nicht im Turm. Da ist der nächste, weiß ich ja schon. Sind beide weg. Beide gemobst. Platschi müsste eine haben halt, ne? Und dann noch Irrenhäuschen. Der müsste auch haben, weil im orangen Auto war, glaube ich, meine Waffe damals, ne? Eine Ersatzwaffe war zu Hause im Turm, da hat er recht, die habe ich genommen. Und ins Auto bei mir im Schwarzen gepackt und dann hatte Platschi den ja gemobst. Und da war natürlich die Waffe mit drin, ne? Genauso wie die ganzen Bomben und so. Und die sind dann auch entschwunden. Also ich nehme erstmal mit, ein bisschen. Und wenn da dann später bessere Sachen sind, dann tausche ich das halt aus, ne? Also das ist auch irgendwie wieder eine ganze Palette. Also das ist ein bisschen komisch. Finde ich ein bisschen komisch gemacht. Seht ihr, das ist einmal Loot. Dann bräuchte ich da hinten gar nicht gucken, weil das eine Kiste nur ist. Also das ist ein bisschen komisch gemacht hier, ne? Prozent. Unser Typ geht's gut. Dann machen wir auf den Rücken hier. Gegen Robby wollen wir eh nicht kämpfen. Ja, ich wollte gerade meinen, dass er hier rumkommt. Die Klassenräume ist der größte Scheiß. Da braucht ihr nicht hin, Leute. Ihr seht es ja selber. Ich wollte gerade hier nach unten gucken. Hier sind noch Kisten. Ich bin voll enttäuscht im Moment bis jetzt. Also das ist ja nichts. Ich hab echt mitgerechnet, hier wirst du wohl eine Sniper oder irgendwie was finden, ey. Du findest hier Scheiße, Mann. Klasse, das macht ja auch Spaß, hier zu looten, wenn man so nach rechts guckt. Warte mal, der Helm sieht aber auch lustig aus. Dieser gelbe hier, ne? Wo ist er? Papp. Ja, wir sind hier, wir gehören dazu. Wir sind Bauarbeiter. Freunde, damit fallen wir nicht auf. Zwischen den Zombies. Da kriegt mich damit auch die Überhitzung. Ich meine, luftig ist doch eigentlich, ne? Das ist eine Kiste, ja, das ist wieder eine Kiste, ne? Guck mal, hier kommt gleich wieder dasselbe. Ja, das ist also manchmal, weiß ich auch nicht. Das ist eine Kiste. Das ist hier auch. Ey, Betrug, ne? Sechs Kisten und das ist, zählt nur als eine Kiste. Eine Frechheit. Juhu! Wir haben den Sniper gefunden, Freunde, aber das ist überhaupt nicht die, die ich wollte, Mann. Ach Gott, das ist ein M82, Leute. Was machen wir denn jetzt? Soll ich die mitnehmen? Ist doch scheiße, das Teil. Das sind, Stress. Ah, der mich getroffen, der Blödmann. Hier ist gar nichts, ne? Chat. Jemine, ist jetzt nur ein Minusgeschäft. Na ja, gut, Munition habe ich ja ein bisschen bekommen, so ist es nicht, aber trotzdem. Geht schon gut los. Wie weit ist mein Auto weg? Kann man das hier sehen?
shit, ey, Alter, ich bin, glaube ich, ganz hinten jetzt, ne? Das ist ja ganz hinten, oder was? Ich war, glaube ich, ganz oben, ne? 1, 2, oh, ich muss viel weiter. Das ist aber gefährlich jetzt. Das ist ja kacke. Da ist er doch. Da muss ich ganz hin, Alter. Boah. Was hat er denn für ein Problem? Musst du Pipi oder was? Oh Gott. Natürlich diese Hallen, die bringen ja mehr als das Innenleben von dem blöden Bunker-Dings hier, Flughafen. Kommt noch einer. Ja, kommt mal rein. Die nervt ja sonst zu doll, ne? Sehr mysteriös. Oh Mann. Jetzt können wir wieder einen Robby plätten, so wie es aussieht. Es gibt Munition. Da gibt es eigentlich Zombies mit Waffen, Leute, die schießen können. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum nicht, ne? Müsst ihr ja nun nicht gerade einen Raketenwerfer dabei haben. Eine kleine Pistole oder so. Oder dass sie dann so ein bisschen einfach nur wild durch die Gegend schießen. Das wäre doch mal was, ne? Zombiehunde, schießende Zombies. Oh Mann. Zup, 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 zup. Ja, also wenn ich das so sagen darf, vom Loot hier ist das ja richtig begrenzt. Das ist ja schon. Das ist ja schon bald Level auf wie auf meinem Hardcore-Modus. Also von dem, was wir hier so finden, ne? An Sniper-Gewehren und so. Ich meine, ich habe jetzt zwar die M82 gefunden, vielleicht finden das die einen oder anderen von euch ja cool. Ich weniger, ich habe mich über eine andere gefreut. Also ich glaube. Tatsächlich, das ist das Beste. Warte mal, das Ding nehme ich doch mal mit, glaube ich. Das Beste für Waffen finden immer noch diese Distinct-Container, sind diese Cargo-Drops, wisst ihr? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man da was Anständiges findet, ist höher irgendwie, ne? Als wenn ich jetzt hier alles abgrase. So kommt es mir zumindest vor. 85. Ja, alles okay, ja. Hoppala. Freudensprung.
Na, kann er hier? Mal was Neues. Ey, was ich als Waffensystem noch vielleicht gerne hätte, ne, wäre so zwei kleine Uzis, so in beiden Händen vielleicht, so, weißt du, ne, brr, brr, brr. Ey, das wäre doch geil, oder? Das, oder dass man sich halt aussuchen kann, ob du eine Waffe tragen kannst oder zwei. Das geht ja bei anderen Spielen irgendwie auch. Shadowrun oder sowas, ne? Ist das so? Shadowrun, weiß nicht, irgendwie was mit Shadow. Shadow Warrior, glaube ich. So hieß das, glaube ich. Der hatte auch mal so zwei Uzis. Das war schon geil, so richtig rausrotzen, da auf diese komischen Affen schießen. Nein, nicht die Kiste. Ey, Leute, ich glaube, hier nach mach ich Cargo-Jagd, ne? Das ist doch scheiße, so, wa? Ihr seht's ja selber, Mann. Ja, ich gedacht, wir kommen hier voll hoch. Equip, kommen wir hier raus? Na, nix ist, ne? Nix ist, liebe Freunde. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, Munition gibt es jetzt viel mehr. Das ist eigentlich ja schon gut, ne? Aber... Die Waffen, diese Hauptwaffen, also die coolen Waffen und so weiter, die gibt es weniger. Und diese M82, die ich jetzt gefunden habe, die ist mir bis jetzt nicht schwer, ehrlich gesagt. Ich mag es lieber flexibel, leicht wie eine Gazelle. Durch die Gegend zu huschen, Freunde. Und nicht so panzerbrechende Waffen zu tragen hier. Obwohl es gar keine Panzer im Spiel gibt. Grenz. War das jetzt letzte Halle hier oder was? Ja. Okay, Waffe auf dem Rücken. Wir sind auch schon voll soweit, ne? Jetzt muss ich irgendwie zum Auto kommen, Leute. Irgends wie. Was ist das denn? Toast. Bisschen viele Roboter hier, ne? Wo ist mein Auto? Da. Oh ja, Mann. Mann, entspann dich mal. Wie komme ich denn hier rein, Alter? Bandagieren. Robby kommt. Kann er mich da durch ein Fenster sehen oder was? Auch ätzend hier das Ding, ey, also ehrlich. Bunkeranlage, wo jeder dich sehen kann hier, ey. Das ist auch ein bisschen dämlich. Gleich kommt da sein Kononrot durchs Fenster da oben, ey. Freunde! Das ist geschillte Folge, aber irgendwie auch stressig für mich. Durch die Übung. Genau, hier siehst du, der kann ich ja wieder da durchgucken, ne? Macht doch nicht gezielte Schüsse, der Hund. Na, nur öffne doch die Scheißkiste. Komm weiter. Oh, Sackgasse, ey. Das ist ein Arsch. Voll kacke hier. Hab ich schon erzählt? Ja, genau. Hat er mich getroffen. Boom. Denn hin? Hatchy Badge.
Ja, noch mehr Kisten. Das ist verwirrend. Alles hier. Oh Gott. Ich schmeiß mit einer Tomate gleich auf ihn, Leute. Mir reicht das hier langsam. Wo ist die Tomate? Ja, wo ist er denn hin? Da sind auch wieder zwei. Da ist er. Okay, ich gemerkt, ne? Ah, wie ist das? Boah. Boah, dieser Hund hier vorne, der nervt mich, Mann. Warte mal noch kurz. Hat der hier wieder rumgelatscht oder was? Scheiße, ey. Du bleibst draußen, Freund, das ist mein Schutzbunker. Nicht gewarnt. Ja, Mann, ihr seid Penner, ich weiß es wohl. Ich kann mir nicht mehr bandagieren hier, Alter. Boah. Nix machen, nix machen. Da ist schon technisch. Man muss meine letzte Notbandage jetzt hier benutzen oder was? Ist hier dann keine Klamotte mehr drin gewesen? Ist ja alles vom Zombie hier, der ganze Dreck. Jetzt kommt der an, ey. Oh. Tür zu. Boah, die scheiß Fenster. Also manchmal nerven mich aber echt Fenster hier, ne? Oh komm, jetzt muss ich mir mal eine Klamotte zerreißen oder was. Findet natürlich nur wieder scheiße, ne? Aber immerhin sind wir schon mal ein Stück weiter gekommen. Von Haus zu Haus hier schlängeln. Ja, moin. Was ist der denn? Hier irgendwo drin oder was? Draußen? Merke dich. Hör dich! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, was ist? Wieso verbindest du dich nicht? Hm, macht er die Waffe weg, aber verbindet sich nicht. Jod. Schon wieder die Stunde Spielzeit, Mann, ey. Geht viel zu schnell um. Gefühlt nichts geschafft, obwohl wir die ganze Zeit hier mal hoch waren, Leute. Ist unter mir eine Halle wahrscheinlich, ne?
Über mir auf dem Dach könnte auch sein. Können Sie nicht leiser schreien? Junger Mann. Ganz oben oder was? Das ist ja unter mir. Oh, da bist du doch. Hast du immer so viel, ey. Er hat mich noch nicht getroffen. Oh Mann, ey, warum bin ich so langsam geworden, ey? Scheiß Fee. Ich hab das schon mal schneller zugehauen, kommt mir so vor. Du. Kennt ihr so eine Folgen? Oder so eine Daddelrunden, die scheiße sind? Ich glaube, heute ist eine so eine blöde. Schlecht sind wir nicht, aber warte mal, da war was. Jetzt meist du die Waffe auf Erde, ne? Klasse. Warum hast du die Keule auf dem Rücken? Oh, ist das wieder ätzend. Oh Gott. Muss ja da gewesen sein, mein Auto, ne? Schneller Mann, 50% habe ich nur. Das ist das scheiß Gewehr, ey, ich wette, das ist so schwer. Das scheiß Gewehr, ich schwöre, ey. Das ist so. Das macht dann total langsam. Ich hasse das Gewehr. Ja, Freunde, ich würde sagen, Feierabend. Ich muss mich erstmal ein bisschen erholen von dem scheiß Land. In der nächsten Folge machen wir gleich ein bisschen Cargo-Jagd, weil das hatte so keinen Sinn, ne? Und ja, voll die Einschusslöcher hier hinten. Lol. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.